Genossen, ich habe mein Leben aufgeschrieben. Das Buch heißt Nichts bleibt. Ich bin Jörg, der Autor. Ich bin Taxifahrer, Musiker und Chaot, Anarchist, Punk, was auch immer du möchtest. In meinem Leben ist viel passiert. Es gab verschiedene Phasen. Es gab Dinge, die sich durchziehen. Es gab den einen oder anderen roten Faden, aber auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Ich bin in dem Buch chronologisch vorgegangen und habe quasi von vorne angefangen, von der Geburt, und bin dann bis nach hinten, bis ins Jahr 2046 gelaufen. Da hört das Buch auf. Ja, ja, 5 Minuten. Habe mich je gewundert. Ich denke, alle freuen sich, bleiben sitzen. Ne? Komm, noch mehr. Aufgebrochen, das heißt nicht lange. Ja, überbrücken wir das noch. Gibt es irgendwelche Leute hier, die mich richtig scheiße finden? Bitte am besten gleich sagen, dann weiß ich auch, woran ich bin. So Handmeldung reicht mir. Sind nach Leipzig. Haben Sie irgendwelche Dinge? was war das? Sie sind nach Leipzig gezogen. Ich glaube, ich weiß, wovon ihr redet. Also gut, liebe Leute. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Taxifahrer. Ich hatte aber nicht immer in meinem Leben einen Führerschein. Aus der Zeit, wo ich noch keinen Führerschein hatte, kommt das erste Kapitel. Zu der Zeit waren wir so organisiert, dass ich auch immer einen Fahrer hatte. Als wir vor dem Hotel vorfuhren, wusste ich, dass ich recht gehabt hatte. Ich sah durch die Fenster, dass die Empfangshalle nur so von Bullen wimmelte. Sofort sagte ich dem Fahrer, er soll um die Ecke fahren. Aus der Art, wie er reagierte, wusste ich, dass er keine sehr große Hilfe sein würde. Es ist furchtbar, in der Klemme zu stecken und nur jemanden dabei zu haben, der kein Gefühl dafür hat. Kaum hatten wir angehalten, als ich auch schon diesen Zivilbullen von der anderen Straßenseite auf uns zukommen sah. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich ein Auto gesteuert, doch das spielte keine Rolle. Ich wusste, dass ich es jetzt tun musste und dass ich keine 2 Sekunden darauf verschwenden konnte, Fahrstunden zu nehmen. Ich rief dem Fahrer zu, er solle den Motor laufen lassen und vom Steuer wegrücken. Als der Zivile näher kam, trat ich aufs Gas. Er schrie, halt! Und versuchte mich aufzuhalten, indem er sich mir in den Weg stellte. Doch ich fuhr einfach weiter. Er sprang zur Seite. Durch einen Kugelhagel machte ich mich davor. Der Jock, ne? Dachten wir immer, das wäre so ein Akkordeonspieler, der auf dicke Hose macht, aber... Ja, tatsächlich ist das nicht aus meiner Autonomographie. Das ist Billie Holiday gewesen. Lady Sings the Blues. Die hat nämlich auch ein paar Erinnerungen aufgeschrieben und ich lese das ganz gerne am Anfang immer vor, weil mir sehr oft in den letzten Jahren die Frage begegnet ist, ich habe 3 Jahre an dem Buch geschrieben und immer zwischen 2 Taxischichten, zwischen Auftritten und so weiter. Ich habe ja ein ganz normales Leben, ich bin ja nicht Autor oder so. Und es haben viele Leute gefragt, jetzt kürzlich erst wieder ein Typ, der also fast schon ein bisschen sauer war, hatte ich den Eindruck von, Alter, warum schreibst du jetzt schon so eine Biografie, so jung wie du bist? Und das suggeriert ja immer, dass es so ein Alter gibt, wo du das machen solltest. Und Billie Holiday ist 44 Jahre alt geworden und hat zum Glück mit 42 diese Erinnerung nochmal aufgeschrieben, die wir jetzt nachlesen können. Du weißt ja nicht, wie lange es geht. Es gibt so einen Song von Attila the Stockbroker, der heißt Just One Life. Ich habe mir das tätowieren lassen auch. Und als ich es tätowiert hatte, dachte ich, was ein Quatsch, die Leute, die 27 Jahre alt geworden sind, die waren ja auch, die hatten ja auch ein Leben. Demnach hätte ich ja schon 2. Dann stimmt das mit dem One Life nicht. Bisher habe ich Glück gehabt. Ich fange nochmal neu an. Ist euch das bekannt? Sehr. Gleich kommt so eine Stelle, da denkst du, er verspielt sich,
aber ist dann Absicht, pass mal auf. Und jetzt hat er es hier. War live. So viele Jahre unterwegs und immer nur durch feindes Land. Haben wir uns zur Nacht gelegt, ohne Eisen in der Hand. Wann haben wir hier aus Spaß getanzt, rein immer nur auf Messerschneide. Dass du noch singen kannst, wir sind doch pleite. Gerhard Gundermann, viele haben ihn erst kennengelernt, als dieser Kinofilm lief. Ich habe ihn fast mal kennengelernt, es hat nicht ganz geklappt. Ich habe ihm die Hand geschüttelt vor einem Auftritt, habe ich hier auch geschrieben, die Geschichte. Und habe ihm was geschenkt und da drin war eine Möglichkeit, mich zu kontakten. Er hat es nie gemacht. Gerhard Gundermann ist mit 43 gestorben. Also, ich bin mit meinen 56 Jahren echt spät dran. Ich beginne jetzt tatsächlich aus meinem Buch, ganz ehrlich. Ich war 17 Jahre alt, ich hatte mich gerade bei der Polizei beworben, kein Witz. Polizeischule Eutin. Ich hatte die Prüfung gemacht und ich hatte sie auch beim zweiten Mal bestanden. Ich hatte eine sauschlechte mittlere Reife. Ich war auf dem Gymnasium, ich war so schlecht in der Schule. Meine Eltern hatten mich irgendwie bedrängelt, dass ich zur Polizei gehen soll. Ich habe es tatsächlich mit mir beworben. Aber dann bin ich erstmal in den Sommerferien, ohne eine Antwort zu haben, was da passiert, bin ich nach England getrennt, weil ich irgendwie England geil fand. Da kam meine Lieblingsband her, die hieß Slate, und ich wollte Platten von denen haben. Die konnte man zwar auch in Deutschland kaufen, weil ich fand es viel spannender, nach England zu trampen. Und dann habe ich das gemacht und bin da auch tatsächlich gelandet. Und es war 1979. Und 1979 in England, da war was los. Ich suchte am späten Nachmittag nach einem Platz für mein Zelt am Stadtrand von Birmingham. Ich wollte Geld sparen und nicht schon wieder auf einen Campingplatz. Ich ging zu Fuß durch ein Wohngebiet, hinter dem ein bisschen Freifläche, ein paar Bäume und eine Wiese zu sehen waren. Ich ging einen flachen Hügel hinauf und als ich an die Spitze kam und nach unten schaute, sah ich eine größere Gruppe von wilden, bunten, jungen Leuten. Den Sound von Punk hatte ich schon kurz vorher wahrgenommen. Nun sah ich, dass dieser aus einem scheppernden Ghetto-Blaster dröhnte, der inmitten dieser farbenfrohen Meute zwischen zahllosen, vollen und leeren Bierflaschen stand. Ich stand da und schaute ungläubig auf die Horde. Im gleichen Moment blickten von unten nach oben etwa 20 Augenpaare auf mich, den langhaarigen Freak mit dem Rucksack, der da, wo er gerade stand, nicht hingehörte. Ganz ehrlich, ich hatte Schiss ohne Ende. Ich kannte die Geschichten von Punks in Hamburg, die Hippies in der Fußgängerzone die Haare abgeschnitten hatten. Und das hier waren die Originale. Birmingham Punks. Und natürlich musste ich auch an meine Urlaubskasse von vielleicht 300 D-Mark in meiner Hosentasche denken. Eine ziemlich heikle Situation. Ich entschied mich für die Flucht nach vorn und ging auf die Leute zu. Ich setzte mich zu ihnen, sie boten mir eine Flasche Bier an und fragten mich, woher ich käme und ob ich Kommunist oder Anarchist wäre. Ich versuchte ihnen so zu antworten, dass sie mich möglichst cool finden würden. Aber fanden sie nun Kommunismus oder Anarchismus besser? Ich hatte dann noch nicht so die Ahnung, den Plan. Es ging alles gut und meine Angst legte sich, als ich merkte, dass sie offenbar nicht im Sinn hatten, mich zu verprügeln, zu beklauen oder mir ein Iro zu schneiden. Nach gut 2 Stunden verabschiedete ich mich, um mir ein ruhigeres Plätzchen zum Pennen zu suchen. Ich war außer Sichtweite, als ich etwas halbwegs Akzeptables fand. Die Situation war mir trotzdem fremd und unheimlich. Ich baute mein kleines, rotes Zelt auf, legte mich schnell hinein und hoffte, nicht entdeckt zu werden. Wenig später hörte ich einige Punks betrunken meinen Namen rufen. Ich antwortete lieber nicht. Erst sehr spät nachts schlief ich erschöpft ein. Ich war ein kleiner, aufgeregter Hippie, der sich selbst aus einer behüteten westdeutschen Kleinstadt in das dreckige, offene Loch einer britischen Großstadt geschleudert hatte. Und es fühlte sich gut an. Ich bin dann auch heil wieder angekommen in dieser westdeutschen Kleinstadt. Sie hieß Itzehoe. Das ist ganz in der Nähe von Wilster. Und ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt damals. Und dann liefen die Bullen aus Eutin an. Und ich war aber alleine zu Hause zum Glück.
bin ans Telefon und dann wollten sie mich sprechen und haben gesagt, ja, wir können Ihnen mitteilen, Sie können einen Ausbildungsplatz haben bei uns. Und dann habe ich das aber abgelehnt. Und zwar deswegen, und das war ganz knapp, ich hatte ja den Punk gesehen in England, das war schon mal gut, das war sicherlich ein Faktor, aber vorher, bevor ich nach England trennte, hat mich noch jemand von der Bürgerinitiative Schwarze Rose, so hießen die, das war Bürgerinitiative gegen Atomanlagen in Itzehoe, wir hatten direkt das AKW Wogdorf, wurde gebaut und da war ich auch bei den Demos schon da zu der Zeit unterwegs und der konnte es natürlich nicht fassen, dass ich mich bei den Bullen bewerbe und der war richtig wütend und hat mir richtig mal die Leviten gelesen und das zusammengenommen irgendwie hat dafür gesorgt, dass ich nicht zu den Bullen gegangen bin. Stattdessen habe ich weiter Handball gespielt, bin noch ein Jahr zur Schule gegangen. Das war leider auch nicht von Erfolg gekrönt. Mit einer 5 in Musik bin ich da irgendwie runter. Hab meinen Zivildienst gemacht, hab verweigert und musste bei der Verweigerung mich rechtfertigen, dass ich jetzt den Kriegsdienst verweigere, obwohl ich mich ja bei den Bullen beworben hätte. Ja. Ich habe es aber hingekriegt. Genau. Handball habe ich gerade gesagt. Ich habe sehr lange Handball gespielt. Das Kapitel ist überschrieben mit I wish I could see clearly. Viele Kapitel sind überschrieben mit Songtiteln oder Textzeilen von Bands. Manchmal auch von mir selber, wenn nichts dabei steht. Kennt ihr das? I wish I could see clearly ist ein Titel. Wisst ihr von wem? Bob Marley? Nee. Das kann natürlich immer sein, dass auch mal so. Nee, T.B. Smith. Auch so ein alter Sack. Der lebt aber noch. Zum Glück. Beim Handball lief es besser. Ich bin dann nach Hamburg gezogen. Mit Altona 93 fand ich eine muntere Truppe, in die ich gut reinpasste. In Itzehoe hatte ich mich sportlich verabschiedet. Dort hatte ich noch 1-2 Jahre leistungsorientiert unter einem professionellen Trainer gespielt. Aber das gefiel mir gar nicht gut. Ich rebellierte gegen seine Methoden. Der Trainer Herbert W. redete immer von unserem Arbeitsgerät und meinte damit den Handball. Die Rückraumspieler nannte er Kanoniere. Und wenn wir gut verteidigen sollten, fiel der Begriff das Messer rausholen. Ein fieser, fast schon militärischer Ton, den ich nicht mochte. Handball hatte mir immer Spaß gemacht. Jetzt wurde es unlustig. Als der Vereinsvorsitzende Otto Eisenmann auch noch rumnörgelte, weil ich auf einem Pressebild der ersten Herren, das in der Norddeutschen Rundschau veröffentlicht wurde, mit langen Haaren und als einziger mit Hemden in den Taschen zu sehen war, hatte ich dann sowieso keinen Bock mehr auf den Verein. Wer ist dieser Mann, soll Otto, der alte Kriegsveteran, meinen Trainer damals empört gefragt haben. Meine Schwester, die für den gleichen Verein als Kunstturnerin an der Olympiade 72 teilnahm, hatte einen deutlich besseren Ruf. Mit ihr konnte sich der Verein schmücken. Ich, als aufmüpfiger Langhaarzottel, passte nicht in das konservative Bild der verantwortlichen alten Säcke. Auf unseren ersten Trainingsanzügen stand noch der komplette Vereinsname. Gut Heil Itzehoe. Auf den Nachfolgemodellen nur noch G.H. Itzehoe. Auf den Vorschlag unseres Trainers erklärten wir vor allem bei Turnieren in Dänemark und Schweden, dass das Gut Handball Itzehoe heißen würde. Tatsächlich erlebte ich aber auch, dass auf Vereinsfeiern ein dreifaches Gut Heil als Schlachtruf zelebriert wurde. Unser Sportskamerad Sigi ist letzte Nacht Vater geworden. Wir begrüßen den jungen Sprössling mit einem dreifachen Gut. Und die Meute brüllte Heil. Kein Witz. Ja, in Hamburg war es eigentlich ganz cool. Da habe ich mich weiter politisiert. Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht da. Und ich merkte, dass die Uhren in Hamburg anders gehen als in Itzehoe. Was auch nicht so schwer ist. Das Kapitel heißt Fäuste gegen Wände, die Mauern sind zu hoch. Ist auch immer Quiz. Von wem? Hast du Z gesagt? Ja, Mann. Das redet immer genau einer im Publikum. Das ist echt geil. Das war richtig. Sie haben eine Waschmaschine gebraucht. In Hamburg ging ich regelmäßig zu linken Demos und Kundgebungen. Ich stellte Unterschiede fest zu den Geschichten rund um Brokdorf. Hier in der Großstadt gab es beispielsweise auf den 1. Mai-Demos einen revolutionären Block und nicht nur den langweiligen DGB. Da reihte ich mich direkt mit ein, weil ich spürte, dass diese Leute vom Aktions- und Wutpotenzial auf meiner Wellenlänge lagen. Und es passierten organisierte Sachen, die mich beeindruckten.
Es wurden zum Beispiel während einer Demo ein Lautsprecherwagen in unseren Block geschleust, der nicht angemeldet worden war. Illegaler Scheiß also und schon deshalb ziemlich aufregend. Wir feierten es lautstark ab, als dieser Lauti plötzlich in einer Tordurchfahrt auftauchte, aus den Boxen legal, illegal, scheißegal von Slime dröhnte und sich in unseren Block einreihte. Die Freude währte aber nicht lange. Nach ein paar hundert Metern stellten sich die Bullen quer und stoppten uns. Wir wurden lauter, ich stand in der ersten Reihe eingehakt mit anderen. Direkt vor mir ein überforderter Bulle, der hektisch damit beschäftigt war, seine Kollegen anzufunken und Verstärkung zu ordern. Wir prügelten ihn an, zuppelten ein bisschen an ihm rum, bis er wütend wurde und mir sein Funkgerät mit Wucht auf den Kopf donnerte. Ich sackte im gleichen Moment zusammen und ein kollektiver Aufschrei ging durch unsere Reihen. Ein paar Leute zogen mich nach hinten durch und es waren sofort autonome Sunnis zur Stelle, die mich versorgten. Ich war beeindruckt von der prompten, schnellen und organisierten Hilfe. Auch bei den Ostermärschen zeigte sich in Hamburg eine etwas andere Qualität als die, die ich von Itzehoe her gewohnt war. Hatte ich die altbekannte Parole, marschieren wir gegen den Osten? Nein. Marschieren wir gegen den Westen? Nein. Schon über Jahre verinnerlicht, hieß es hier nun plötzlich, marschieren wir gegen den Osten? Nein. Marschieren wir gegen den Westen? Ja. Auch das bewegte meinen Kopf und ich brüllte begeistert mit. Ich bin in Hamburg, wie gesagt, zu dieser Erzieherfachschule gegangen. Es kam der Tag, an dem in der Ukraine Tschernobyl in die Luft ging, wollte ich jetzt so lapidar sagen, wo das Atomkraftwerk 1986 der Druckbehälter undicht wurde und Radioaktivität austrat in Massen. Das hat im Westen dazu geführt, dass die Leute sich mehr für die Wettervorhersage interessiert haben, um zu sehen, von wo der Wind kommt. Wir sind tatsächlich in der Zeit auch so mit rausgegangen, wenn es regnete, immer irgendwas über den Kopf. Völlig absurd, also so. Und das hat wiederum dazu geführt, dass diese Anti-AKW-Bewegung wieder massiver wurde, gerade um Brokdorf rum und wieder Hunderttausende anreisten. In Brokdorf kam es immer zu massiven Auseinandersetzungen. Ich lese das Kapitel nicht vor, aber es gab dann ein Schlüsselerlebnis, den Hamburger Kessel. Im Zuge dieser Demonstration, da waren 800 Leute eingekesselt auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg, die den ganzen Tag nicht freigelassen wurden. Und dann gab es Solidarität drumherum und nachts gab es Straßenschlachten ohne Ende und wirklich marodierende Polizeiarmeen, auch teilweise völlig übermüdete Einheiten, die eigentlich auf dem Weg nach Bremen waren und dann nochmal zum Einsatz in Hamburg bleiben mussten. Und die haben am Rad gedreht und so habe ich mir immer Faschismus vorgestellt. Also so Willkür ohne Ende, Polizeigewalt und all das. Und ich bin mit der Quetsche vom Bauch da auch, habe auch Schläge abbekommen, habe dann die Quetsche nach Hause gebracht und habe mir eine Lederjacke angezogen. Und ich schreibe in dem Buch, dass in der Nacht auch aus mir ein Autonomer wurde. Hinaus. Und ich bin dann relativ zügig nach Berlin gegangen, weil ich hatte dann die Wahl, mache ich so einen normalen Job und mache ich irgendwie was Lustiges. Und ich war immer in der rotzfrechen Asphaltkultur seit 1985. Bundesweite Vereinigung gibt es heute noch, machen heute auch wieder richtig coole politische Sachen. Genau, und ich habe da jemanden kennengelernt, der hieß Wusel, mit dem habe ich so ein Duo zusammen gemacht. Der lebt in West-Berlin, weil er nicht zum Bund wollte. Nach West-Berlin konntest du gehen, wenn du dich vor der Bundeswehr drücken wolltest. So, da wurdest du nicht eingezogen, brauchtest auch keinen Zivildienst machen, hattest da einfach ein Leben. Und dann bin ich da hingekommen nach West-Berlin. Ich kannte nur Wusel und sonst niemanden und dann ging das irgendwie los. Habe ich da gleich die Autonomen kennengelernt und so. Die sagen, guten Tag, kann ich mitmachen? Ja, war gleich der 1. Mai 87, alles sehr willkommen. Ich glaube, da könnte ich auch mal was vorlesen. Guck mal hier, ich habe immer 1. Mai, siehst du da? Ach, das wollte ich auch nur erzählen. Jo. Seite 66 kurz steht hier. Weil ihr schon Bücher gekauft habt, eben hatte ich nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten. Gut. And the kids can't get ice cream cause the market burned down. And the kids can't get ice cream cause the market burned down. Tom Waits. Ich war ja erst 4 Monate in Berlin und anscheinend war ich in einer Stadt, in einem Viertel gelandet, in dem sich die Menschen nicht alles gefallen ließen. Sie wehrten sich gegen Schikanen.
Beispielsweise auch gegen die auf der DGB-Demo am Vortag, gegen die Durchsuchung im Meringhof, gegen den Angriff auf das Fest, gegen steigende Mieten, gegen Armut und nicht zuletzt gegen das staatliche Gewaltmonopol und diese verdammten Uniformierten. Mich beeindruckte das zutiefst und ich wollte weiterhin gern ein Teil davon sein. Ich sah auch die unschönen Dinge, die im Zusammenhang mit der Randale am 1. Mai standen, wie zum Beispiel die Plünderung kleinerer Läden. In der autonomen Szene war es damals glücklicherweise üblich, solche Geschichten in meist großen Vollversammlungen kollektiv zu besprechen und zu reflektieren. Es herrschte weitestgehend Konsens darüber, dass die Geschäfte und Autos der Kiezbewohnerinnen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürften, wenn es mal knallt. In unseren autonomen Kleingruppen wiederum führten wir diese Diskussion fort und entwarfen Strategien, das System so zu bekämpfen, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen sollten. Die Frage, wer nun genau diese Unbeteiligten waren, haben wir uns nie zufriedenstellend beantworten können. Widersprüche sind stets ein Teil der Revolte. Sie zu reflektieren, sie auszuhalten und mit ihnen zu leben, beschert uns im besten Fall eine Kontinuität unserer Kämpfe. Wir haben ganz viel so autonome Stadtteilpolitik gemacht, uns um Spekulanten gekümmert, geguckt, wem gehören welche Häuser und dann sind wir da auch mal vorbei und haben ein Farbei geworfen und solche Sachen. Genau, wir fanden das damals schon scheiße, dass Wohnraum eine Ware ist. Und wir haben uns da, wir haben eigentlich geplant, einen Mietstreik im Kiez zu organisieren. So richtig mit alle machen mit und zahlen nicht mehr. Dann kam aber der Mauerfall dazwischen. Aber bevor ich davon berichte, muss ich noch kurz eine Geschichte erzählen von der Transitstrecke. Die gab es ja damals auch. Ich bin dann, weil ich aus Hamburg kam oder aus Itzehoe da oben, bei Wilster übrigens, musste ich ziemlich auf diesen Transit fahren. Und das werden viele ja gar nicht mehr kennen, so nur aus Erzählung. Ich unterschätze das, denn das ist ja scheiße. Wir sind ja gerade jeden Tag drauf gestoßen worden, 30 Jahre her. Ich bin diesen Transit noch oft gefahren und die Geschichte geht auch genau darum. Auf der Transitstrecke Hamburg-Berlin hatte ich mein eindrucksvollstes Kiff-Erlebnis. Ich habe sehr wenig gekifft in meinem Leben. Meistens tat sich bei mir nämlich keine oder wenig Wirkung auf. Kiffen war für mich also nicht interessant. In diesem Fall war es anders. Ich war alleine unterwegs in meinem kleinen R4. Am Horner Kreisel gabelte ich drei Tramper auf. Sie freuten sich über den Lift von Hamburg nach West-Berlin. Als wir wenig später die erste Grenze problemlos passierten und auf der Transitstrecke waren, meinte mein Beifahrer, er würde jetzt mal einen Baum und ob wir mitrauchen wollen würden. Die beiden Jungs hinter uns lehnten dankend ab. Ich hatte irgendwie Lust drauf und hielt das aufgrund meiner bisherigen Erfahrung für ungefährlich. Also zogen wir den ziemlich fetten Joint lustig zu zweit weg. Erst war noch alles gut. Aber dann sah ich plötzlich Filme. In den Wolken. So richtig mit Schauspielerinnen und Handlungen. Ich war irritiert und versuchte, mich auf die Fahrbahn zu konzentrieren. Jetzt stellte ich plötzlich fest, dass das Auto etwa einen halben Meter über der Fahrbahn schwebte. Es war dadurch auch etwas schwerer zu kontrollieren. Im Kassettenrekorder lief ein Tape mit Musik von den Poison Girls, das ich eigentlich in- und auswendig kannte, aber plötzlich waren lauter Stücke drauf, die ich noch nie gehört hatte. Interessant, interessant, ratterte es mir durch den Kopf, während ich Schweißausbrüche bekam. Ich schaute in den Himmel und ich konnte hören, wie sich die Personen da oben unterhielten. Im nächsten Moment wurde mir kalt und frostig. Irgendwann fühlte sich das alles so strange an, dass ich es unverantwortlich fand, weiterzufahren. Ich fuhr auf einen dieser Intertank-Shops, ohne mir etwas anmerken zu lassen, und fragte locker in die Runde, ob mal jemand anders weiterfahren möchte. Ich wäre müde und hätte keinen Bock mehr. Die Jungs von hinten meinten, sie hätten leider keinen Führerschein. Aber mein Beifahrer grinste mich breit an und murmelte, klar, überhaupt kein Problem. Ich weiß noch, wie es mir daraufhin, ach du Scheiße, durch den Kopf geht. Aber er steuerte uns tatsächlich halbwegs sicher auf und über den Transit. Zumindest glaube ich das heute. Kurz vor der Grenze lüfteten wir wegen der bevorstehenden Kontrolle noch einmal kräftig durch und landeten wenig später unbehelligt in Kreuzberg. Die Filme im Himmel konnte ich als Beifahrer alle schön zu Ende gucken und die Poison Girls klang Stunden später glücklicherweise so wie immer.
Genau, dann holen wir noch ein bisschen Kindheit und Jugend nach. In deinem Alter sollte man sich nicht so viel Sorgen machen. Ist nicht gut für die Gesundheit. Als ich 8 war, wollte ich Archäologe werden. Ich fand die Saurier so cool mit ihren Drohgebärden. Mit 12 habe ich gedacht, ich gehe lieber in den Wald und werde ein Jäger, der den ganzen Tag die Tiere abknallt. Mit 16, ich lebte damals noch im hohen Norden, wäre aus mir peinlicherweise fast eine Uniform geworden. Erzieherausbildung mit 20, schön, doch den Job nie mehr gemacht, ich hatte andere Ideen. Wenn ich erstmal tot bin, mache ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Jetzt fahre ich Taxi und Fahrgäste sind meine Klienten. Wenn die zu viel Grütze reden, nenne ich sie Patienten. Ich rede und ich texte und ich schwinge die Quetsche. Das Publikum, es redet und es hört mir nicht zu. Ich liebe Ignoranz, egozentrik Gefletsche. Billiges Entertainment prallt auf die Wand des Konsums. Wenn ich erstmal tot bin, ist mir das egal. Weil die Codes dann nicht mehr gelten und die Leute sind still. Mann. Wenn ich tot bin, renne ich los und zünd den Himmel an. Wenn die Wolken erstmal brennen, renne ich weiter bis zum Mond. Und dann werden wir ja sehen, ob da wirklich niemand wohnt. Dann sag ich guten Tag, bin eingetroffen soeben. Neue Regeln, neue Codes, neue Leute, neues Leben. Dann sag ich guten Tag, bin eingetroffen soeben. Neue Regeln, neue Codes, neue Leute, neues Leben. Mach ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Wenn ich erstmal tot bin, mach ich, was ich will. Das war wirklich sehr gut, ja. Das war ein kleines Wunder, wie ich das performt habe. Wie das quasi die Musik und so alles zusammengeht. Und das ist quasi auch ohne Akkordeon ziemlich schwierig zu singen. Mit Akkordeon wäre es einfacher. Der Mann ist ja nicht ganz dicht im Kopf. Ich glaube, der hat kein Buch geschrieben. Manchmal erinnere ich mich nicht, was ich geschrieben habe. Nur nicht. Haben wir geredet darüber, über Wunsiedel, diese Nazi-Aufmärsche. Wunsiedel, die ging ja auch eine Weile. Und ich hatte vergessen, dass das Hess da begraben ist. Das musste mir erst jemand wieder erzählen. Ich war ganz überrascht. Aber den haben die dann irgendwann da weggenommen, den Hess, und haben die Asche auf dem Meer verschüttet, damit die Nazis da nicht mehr hingehen. Das fand ich dann wieder ganz lustig. Das haben sie mit Kühn auch gemacht. Die Urne von Kühn. Kühn war so ein richtiger Vollnazi, so. Und da haben Antifas mal irgendwann die Urne ausgebuddelt und die woanders eingepflanzt, weil da auch immer Nazis hingerannt sind. Und haben das aber so respektvoll immer noch gemacht, so gesagt, okay, so hier Totenruhe stören und so. Also das fand ich mir ganz geil. Wir haben das jetzt nicht irgendwie in Müll gekippt oder so, wir haben den schon auch nochmal bestattet, nur dass ihr das wisst, so, also wir sind da korrekt, aber ihr Nazis könnt jetzt nicht mehr zu eurer Wallfahrtsstätte da laufen. So war das. Okay, ich habe es ja schon vorweggenommen, die Mauer fiel. Als Taxifahrer wirst du sehr oft gefragt, was haben Sie denn, das war jetzt ja interessant, haben Sie ja die ganze Historie dieser Stadt miterlebt und was haben Sie denn da so gemacht und ist da was nicht ganz toll und alles hat sich verändert? Und dann sage ich meistens als erstes immer so, ja, ich mag das sehr gerne, wenn Grenzen und Mauern fallen, wenn Menschen zusammenkommen, das ist großartig. Aber das war auch der Tag, an dem wir da fortan als Antifaschisten, Antifaschistinnen reichlich zu tun hatten. Also plötzlich tauchten tatsächlich überall Reichskriegsflaggen auf
Und es gab so einen ganz neuen Nationalismus von, wir sind wieder stolz, dass wir Deutsche sind und so weiter. Und da haben natürlich alle, die nicht so national fühlten oder auch nicht so aussahen, ziemlich Probleme bekommen. Also wir reden also quasi jetzt über die Vorzeit von den ganzen Pogromen, die es dann wieder gab. Ich erzähle jetzt erstmal kurz die Nacht des Mauerfalls, was ich da erlebt habe. Wir waren als Autonome arrogant und hatten echt, ich habe da nichts mitgekriegt von den Bürgerinnenprotesten. Ohne Scheiß, wir haben da auch nicht drüber geredet. So. Also es war ja massenhaft da und wir waren im Westen, im West-Berlin und DDR, Ost-Berlin nebenan, aber das war nicht existent. Das war ein total blinder Fleck für uns. Ich finde das ganz merkwürdig, wenn ich das heute erzähle, so, weil ich immer denke, ich war ja weltweit immer politisch interessiert und so. Und dann das. Aber das ist so eines der Eingeständnisse, die du dann auch machen musst, wo du sagst, wieso hat dich das eigentlich interessiert? Also, was ich wieder gut daran finde, ist, dass ich jetzt irgendwie nicht so ein Bedürfnis hatte, mit anderen Deutschen zusammenzukommen. Das war mir egal. Also ehrlich. Fand ich, gab es überall auf der Welt coole Leute. Da müssen wir nicht Deutsche sein. Die Überschrift ist Mauerfall. RR reißt die Mauer nieder. Das ist aus dem Jock-Alphabet. Im November 89 passierte für mich und viele andere etwas völlig Unerwartetes. Die Mauer fiel. Ganz ehrlich, ich hatte mich nie für Ost-Berlin und die DDR interessiert. Deshalb hatte ich auch von den massenhaften Bürgerinnenprotesten und den Montagsdemos nichts mitbekommen. Ich war genau einmal drüben für ein paar Stunden und ich fand es langweilig und dunkel. Die Mauer war Gesetz, sie würde da immer stehen. Berlin war geteilt, Punkt. Und dann kam diese Nacht, in der ich nichts ahnend vom Ex meiner Stammkneipe zu meiner WG in der Diefenbachstraße wankte. Ich hatte mir einige Bierchen in den Kopf gekippt und es musste 2 Uhr nachts gewesen sein. Schon auf der Gneisenaustraße Richtung Südstern, das ist alles Kreuzberg, fiel mir auf, dass Trabis und Wartburgs auf den Straßen unterwegs waren. Weil ich mir keinen Reim darauf machen konnte, dachte ich, es würde vielleicht am Wochenende irgendein besonderes Automobil- oder Oldtimer-Treffen stattfinden. Ich ging dann über die Körtestraße Richtung Grimmstraße und sah an der Urbanstraße 3 dieser geruchsintensiven Zweitakter und einige Leute, die ausgestiegen waren und rauchten. Ich sprach sie an, fragte, was hier denn los wäre. Ein Mann in Jeansklamotten, die ich so auch noch nie gesehen hatte, antwortete freudig, dass die Mauer seit ein paar Stunden offen wäre. Ich hielt das für einen Scherz. Aber dann beteuerten sie alle, dass sie aus Ost-Berlin kämen und nun hoffentlich endlich alles anders werden würde. Ich hatte noch überhaupt kein Gefühl für die Situation, antwortete nur knapp mit Aha und trottete kopfschüttelnd nach Hause. Ich hatte immer noch Zweifel, ob mir die Vögel nicht irgendeinen Scheiß erzählt hatten. Sonderlich sympathisch waren sie mir nicht gewesen. Bürger mit Schnauzbärten halt. War mir egal, ob die aus dem Osten kamen oder aus Zehlendorf. Ja, und dann stellte sich raus, es stimmte alles und alle waren ganz aufgeregt. Inklusive wir auch. Es gab Leute von uns, die haben sich dann direkt am nächsten Tag mit einer schwarz-roten Fahne an die Mauer gestellt und auch Hallo gesagt und guten Tag und so. Und vielen von uns war das ganz wichtig, auch zu signalisieren, dass es auch im Westen eine Opposition gibt, dass wir diejenigen sind, die da überhaupt nicht alles geil finden und unsere Kämpfe führen. Und wir haben dann direkt eine Demo gemacht auf dem Kuhdamm, also so mit 2000 Leuten. Da haben wir dann sowas gerufen wie, Begrüßungsgeld ist nicht genug, knackt die Banken, das ist gut. Oder im Westen sind sie schlauer, da ist das Geld die Mauer und solche Sachen. Das muss ziemlich befremdlich rübergekommen sein. Also so, wir haben da wieder große Fresse gemacht, wie immer. Also wir waren auch davon überzeugt, das ist jetzt genau richtig. In meinem Auto hatte ich so einen Viva Lanarquia-Zettel drin, um einfach zu zeigen, ja, Westen, so. Und wir haben, also das war so was das Tolle daran war, ich habe direkt nach dem Mauerfall, irgendwann im Winter, kam ein junger Mann aus Dresden in ein besetztes Haus, in dem ich Musik gemacht habe. Ich war damals schon Quetschenpower dann so, ich hatte gerade damit angefangen, mir so ein bisschen Namen zu machen, unter dem Namen. Und dann kam Pitt nach Berlin mit einem Freund in ein besetztes Haus in der Marchstraße, das gab es damals noch. Und sprach mich an und meinte, er würde aus Dresden kommen und ob ich nicht mal Bock hätte, da Musik zu machen.
Und wir haben das relativ zügig organisiert, oder Pitt hat es organisiert. Ich freue mich, dass Pitt heute hier ist. Ich freue mich super, weil Pitt war damals 17, jetzt sind 30 Jahre später, wir sind echt beide alte Säcke geworden. Und Pitt ist ein Freund geworden seit damals und hat quasi auch dafür gesorgt, dass ich meinen ersten Auftritt hier in Dresden hatte. Und das war schon 1990 im März dann. Der erste Gig war in Prolis, in so einem Jugendclub in Prolis. Und das war sehr besonders. Also ich hatte, ich war ja selber hier noch total neu mit allem, nicht so vertraut. Und ich habe durch meine vielen Auftritte auch viel mitbekommen. Und ich habe das sehr, sehr schätzen gelernt auch. Also auch das Leben von jungen Punks, Linken oder überhaupt Leuten, die einfach dann auch so Bock hatten, alternativ zu leben und so weiter. Da konnte ich ganz viel mit anfangen. Auch dieses ganze, das, was wir heute DIY nennen, so Do It Yourself, was einfach in der DDR sich ja sehr ausgeprägt immer schon sozialisiert hatte. Und das Ding in Prolis zum Beispiel, da ich erinnere mich an so Szenen, ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass da vielleicht auch so Faschos rumrennen, oder es war aber damals alles noch nicht so klar, meiner Erinnerung nach. Da war es dann schon so, dass irgendwie eine Glatze mit einem Punk und mit einem Langhaarigen zusammen waren, weil das waren so Freunde und alle waren in so einer Entscheidungsphase von, wo gehen wir jetzt hin? Wer sind jetzt unsere Freunde und was fangen wir jetzt hier an zu vertreten, zu denken, zu glauben und wem vertrauen wir und welcher Subkultur wenden wir uns zu? Und da hatte ich natürlich auch eine Aufgabe. Also am Anfang gab es so ein kleines Sprachprobleme noch so, weil wir tatsächlich im Westen natürlich auch Worte hatten, die im Osten nicht bekannt waren. Und dann hast du einen super geilen Song mit einem tollen Witz am Ende und dann kommt das Wort Styropor aber drin vor. Und das kannte ja keiner, das war ein Baustoff im Westen. Im Westen haben sich alle kaputt gelacht, immer über den Song, weil es darum ging, was zu isolieren auf dem Kopf dann, aber egal. Ja, und dann ging das so weiter. Ich habe in Dresden tatsächlich, glaube ich, meine meisten Auftritte gemacht. Ich bin hier immer wieder hergekommen, ich habe hier Soli-Konzerte gespielt, super viel. Was ist denn das nächste Kapitel? Können wir doch direkt anknüpfen. 126 soll was Gutes stehen. Genau, wir sind natürlich antifaschistisch sehr viel unterwegs gewesen. Wir haben Rostock-Lichtenhagen, wir haben den ganzen Scheiß miterlebt, wir waren aktiv, wir sind überall hingefahren mit Konvois oft und konnten so oft leider nicht so zufriedenstellend Dinge verhindern oder so gestalten, dass es nicht so furchtbar gewesen wäre. Als Quetschenpower bekam ich mehr und mehr Anfragen. Die komplette Kommunikation lief über Briefe und Postkarten, wenn es mündlich nicht möglich war. Ich hatte ein Postfach im Mehringhof eingerichtet, das ist so ein, gibt's heute noch, hat gerade 40-Jährigen gefeiert. So ein Zeckenpalast, Punkrock-Höhle, war das mal. Gestern war ich auf einem Konzert, da war sehr schön. Oh, da könnte ich jetzt auch was erzählen, aber es geht ums Punkrock. Das war echt klasse. China, italienische Punk-Legende, haben in den 80er Musik gemacht, jetzt alte Männer wie ich, haben gerockt ohne Ende. Ich glaube, der Schlagzeuger war nicht echt, das muss eine Maschine gewesen sein. Das gibt's gar nicht. Meine Privatadresse war aus Sicherheitsgründen tabu und meine Telefonnummer auch. Bei den Bullen ging ich davon aus, dass sie wussten, wer ich war und wo ich wohnte. Aber es interessierten sich auch Nazis dafür, wo diese linke Liedermacher-Zecke anzutreffen sei. Erst wenn ich zum Beispiel bei Auftrittsanfragen einschätzen konnte, dass die betreffenden Leute halbwegs authentisch waren, gab ich meine Nummer preis oder ließ mir ihre geben. Hin und wieder standen auch mal Fans aus anderen Städten vom Tresen im Ex und fragten, wo sie ihr Quetschenpower treffen konnten. Ich habe da gearbeitet 5 Jahre. Manchmal war ich es selbst, der gefragt wurde. Daran merkte ich, dass ich bekannter wurde. Fühlte sich komisch an. Deutschland, halt's Maul. Ich meldete die Halt's Maul Deutschland, es reicht Demo an, der die Aktionstage für den Wiederzusammenbruch vorausging. Alles war im Wesentlichen von autonomen Gruppen vorbereitet worden. An der Demo nahmen ca. 20.000 Menschen teil, viele davon aus dem radikal-linken antifaschistischen Spektrum. Das Motto war bewusst so provokativ und dreckig gewählt worden, weil wir tatsächlich die Schnauze voll davon hatten, mit welcher arroganten Selbstverständlichkeit sich Kapitalismus und Nationalstolz nicht nur an diesem Tag die Hand gaben. Viele deutsche Bürger und Bürgerinnen tanzten fröhlich. Für uns war es ein Tag der Abwehr, der Wut und der Skepsis, an dem wir laut und sichtbar unser Nein formulierten. Wut alleine war nie genug. Ich habe die Zutaten Trash, Fantasie und Humor immer gebraucht. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, lautete eine gängige Parole zu der Zeit. Ich erweiterte sie. Wer nicht kämpft und lacht, hat schon verloren.
1993 gelang mir das ganz gut. Zugegebenermaßen trug dazu aber auch die Fähigkeit des Schönredens und der Verdrängung bei. Ich lege dann den Fokus auf das, was ich gerne hätte und nicht zu sehr auf das, was ist. Daraus entstehen formulierte Utopien, die Spaß machen und die manchmal gänzlich ausblenden, wie beschissen die Zeiten eigentlich sind. In nachdenklichen Phasen bemerke ich oft selbst, was ich mir und den Leuten eigentlich vormache und zweifle, ob das so richtig ist. Aber Menschen brauchen Menschen, die ihnen Hoffnung geben, die etwas Buntes in die Zukunft projizieren und darauf hinweisen, dass nicht alles sinn- und zwecklos ist. Ich darf mich selbst nicht für zu wichtig nehmen, aber eben auch nicht klein machen. Das ist ein Balanceakt. Eine kurze Zeit nach dem grandiosen Gig im Ex zweifelte ich erneut und fühlte mich ausgebrannt. Ich war blass, dünn und überfordert. Die gemeinsame Reflexion mit Freundinnen über neue Songtexte pflegte ich immer weniger. Als Quetschenpower wurde ich mehr und mehr zum Einzelkämpfer, der mit großer Fresse für eine Bewegung stand, die sich selbst in der Defensive befand. Zu den Konzerten kamen mehr und mehr Leute, die mich hip und cool fanden. Ich entschied mich, eine längere Auftrittspause einzulegen, weil ich das Gefühl hatte, dass mir die Popularität über den Kopf wächst. Kräftemäßig war ich an der Grenze. Denn auch mein Arbeitskollektiv, mein großer Wohnzusammenhang und meine Politgruppen verlangten mir viel ab. Halt gab mir in dieser Zeit mein Freundeskreis, allen voran Gu, mit der ich mich am meisten austauschte und die politisch ähnlich viel unterwegs war. Aber auch meine anderen engsten Freundinnen waren immer immens wichtig. Es gab ein Gefühl des tiefen Vertrauens, des sich nicht verratens und des sich nicht im Stich lassens. Wir kämpften weiter, so gut es ging, und wir stellten uns von Zeit zu Zeit selbst in Frage. Die regelmäßigen Repressionen, die Hausdurchsuchungen, Häuserräumungen und der allgemeine Druck von rechts ließen nicht viel Platz für ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben in den eigenen Freiräumen. Ich stehe an der Taxihalte und füttere die Ratten. Das ist eine Songzeile aus einem schönen Song von mir. Das Taxifahren nervte. Es gab kaum coole Leute, die bei mir einstiegen. Alles nur Spießer und Vollidioten. Und natürlich meinen noch einige, sie würden sich in dieser Stadt besser auskennen als ich und nahmen sich heraus, mich trotz meiner frisch erworbenen Ortskenntnisse zu kritisieren. Lächerlich. Pah, alles Vollpfosten. Der ganze Planet war plötzlich voll von denen. Deshalb hatte ich auch schon aufgehört, Straßenmusik zu machen. Ich sah nur noch Bürgerzombies, Gleichgültigkeitsfratzen und andere Langeweileverbreiterinnen. Ich hatte so ziemlich auf alle und auf alles Hass. Warum lebten die so vor sich hin, so lethargisch, so passiv, so angepasst? Wieso kämpften die nicht? So wie ich, so wie wir. In der Taxe hatte ich regelmäßig unschöne und konfrontative Gespräche. Wenn ich autonom und links war, hatte nichts begriffen und war eine Blitzbirne. Punkt. Nur in meinen Liedern konnte ich mir noch einen gewissen Humor bewahren. Im Alltag wurde das immer schwieriger. Deshalb war ich froh, als ich tatsächlich gefragt wurde, ob ich in das Ex-Kollektiv einsteigen wolle. Ich war nun offenbar in den Augen anderer reif für diese Herausforderung. Das bedeutete, als Szeneaktivist gesehen, anerkannt und akzeptiert worden zu sein. Ich wollte gar nicht weiterlesen, ich lese einfach mal weiter hier. Also ich habe in diesem Ex-Kollektiv gearbeitet, eine Weile, bevor ich dann vor 20 Jahren richtig angefangen habe, Taxi zu fahren. Das ist eigentlich ein guter Job. Bisschen besser als Paketbote. Hast du die Pause eingelegt als Liedermacher? Die Pause habe ich, ach genau, ich schließe jetzt hier sowieso Quetschenpower ab. Ganz würdig übrigens mit einem Einspieler. Weil 1994 war das mir alles tatsächlich zu viel. Das war also so, ich habe so viele Auftritte gemacht und ich war so unter Strom und unter Druck. Und wir waren ja auch so als Autonome irgendwie so viel unterwegs, politisch und so weiter. Manchmal konntest du es auch verbinden. Aber ich wollte dann alles weitermachen, aber mit einer Band. Ich wollte gerne eine coole Band haben und das habe ich dann ja ein Jahr später auch hingekriegt. Aber erstmal kommt quasi der Abschluss von Quetschtor. Ich freue mich, pass auf. Hier. Jetzt heißt es, cool up's burning! Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Vision. Und ich stand da mit dem Feuerzeichen, mit dem Megafon. Die Welt ist ganz eilig, der ist nach der Oberlöhne.
Burning, ein Traum wird wahr. Cool am Burning, na 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 na, cool am Burning, viva, 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 viva. Geil, ne? Das ist eine gute Version von dem Song. Den hat die Gruppe FuckFX gemacht. FuckFX. Also angelehnt an NoFX. FuckFX. Aus Göttingen. Studenten, glaube ich. Also waren jetzt, ja. Waren jetzt nicht klassische Autonome. Aber was sind überhaupt klassische Autonome? Das ist auch eine tolle Frage. Habe ich ja auch irgendwo mir versucht zu beantworten. Geht ihr schon nach Hause? Tschüss! Ich weiß, was du auf dem Kopfhörer hören musst die nächsten Tage. Meine Musik. Die ist nämlich toll. Der Haifisch Rock'n'Roll zum Beispiel. Das Interessante an Kindern ist, wenn die meine Musik hören, früher sind ganz viele kleine von den Kids, mit denen ich dann auch so groß geworden, hatten ja auch in der autonomen Szene gab es Kinder, und die haben dann immer Cool am Burning gesungen. Ich fand das immer so ein bisschen so, oh, das geht eigentlich nicht. Aber den Kindern ist das ja total egal. Und dann habe ich irgendwann so eine CD gemacht, da hatte ich so eine Phase, da habe ich 5 Kinderlieder gemacht, drauf gemacht. Und finde ich auch ganz geil. Also alles um Tiere, der Uhu, Fetzenfliegen, der Haifisch Rock'n'Roll und so, egal. Und jetzt habe ich neulich in Österreich immer gespielt, dieses Jahr, mit der Band. Und da hatte ich vorher schon eine Mail bekommen von so einem ganz, ganz netten Typen, der 2 Kinder hat. Und die Kids haben uns dann da überrascht und so. Und dann habe ich die Kids gefragt und gesagt, ey, ihr seid so riesen Fans und ihr kennt meine Sachen alle und so. Ja, genau. Und so eine 7 und 9 Jahre alt. Und ich gesagt, was ist denn euer Lieblingslied? Und ich habe so sie gefragt, die ist 9 Jahre. Und sie sagt so, verdammter Krieg. Und ich dachte, okay, und deins? Ja, meins auch, verdammter Krieg. Und dann habe ich mir das Lied mal angehört, das ist ein schönes Lied, so, das ist so Ukulele und so, und aber es ist echt irgendwie auch total kryptisch von Text her, und das finden die aber super, und scheiß auf die Kinderlieder irgendwie. Okay, also, wo sind wir hier? 1994, genau. Dann habe ich meine schöne Gruppe Tod und Mordschlag gegründet. Deswegen war auch gestern das zum Beispiel ein schöner Abend, weil da so 2 Gruppen waren, die sich von damals wieder zusammengesetzt haben. Das ist mit Tod und Mordschlag leider nicht möglich. Weil, während ich das Buch geschrieben habe, 2 meiner alten Kompagnons gestorben sind. Chaim, unser Schlagzeuger, ist an einem Herzinfarkt ums Leben gekommen und Ernie hat einen ganz fiesen Krebs gehabt, der ihn innerhalb von 3 Wochen weggehauen hat. Ich war 30 Jahre lang auf keiner Beerdigung und in den letzten 5 Jahren war ich auch 5 oder 6. Ja, auch das ist passiert, während das Buch entstand. Ich habe es auch hinten erwähnt. Ich hoffe, sehr würdig. Genau, Tod und Mordschlag. Das Kapitel heißt, zertrümmer meinetwegen das Mobiliar oder mach dir eine Schleife in dein Haar. Der erste Satz bezieht sich auf das Kapitel vorher. Er heißt, wir haben so einen Scheiß wie Wacken nie gemacht. Das ist das Metal-Festival in Wacken. Das alle so toll finden, weil die alle so nett sind, diese bösen Metaller, weil die immer ihre Kaffeetasse wieder zum Bäcker zurückbringen und so. Es ist aber kein geiles Festival, weil da ziemlich ungeile Bands spielen. Und noch blöder ist es, dass da manchmal ziemlich geile Bands mit den ungeilen Bands zusammenspielen. Damals ging es um 3. Wahl. Das haben wir ihnen echt übel genommen. Es gab ein Alternativfestival irgendwie. Man hätte nicht in Wacken spielen müssen mit den Onkels zusammen. Und vor etwas kürzerer Zeit hat Slime da mit Freiwill zusammengespielt. Das ist Wacken. Ja, das wissen viele gar nicht. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Verbrechen per se. Du kannst ja auch so pluralistisch rangehen und sagen, ey, hier, dann frei wird ja, scheiß Band. Aber wir sind das Slime, wir haben ein eigenes Statement. Und wir müssen das ja auch auf dem Festival abgeben und dann bereichern wir ja auch das. Ist das Meinungsvielfalt? Ich weiß es nicht. Wir haben das nie gemacht. Darauf bezieht sich der Satz. Ich nehme es auch, 3. Wahl ist auch keine Scheißband, weil sie das gemacht haben. So, auch die Onkels haben ja viele Leute in ihrer Sozialisation gehört. Nicht jeder Onkelshörer ist ein Idiot und ein Faschist oder so, aber also wenn du öffentlich auftrittst, dann musst du ein bisschen besser aufpassen, was du machst, finde ich. Wir haben so einen Scheiß wie Wacken nie mitgemacht. Auf Tod und Mordschlag konntest du dich verlassen.
Wenn du Unterstützung brauchtest für den Kampf gegen Staat, Kapital, Rassismus, neoliberale Entwicklung etc. Wir standen für linke Radikalität und flankierten stets die eigenen unabhängigen antifaschistischen Mikrokosmen und kleine emanzipative Initiativen. Mit zwielichtigen oder gar rechten Bands aufzutreten, war wirklich nicht unsere Sache. Auch mit zu prolligen oder sexistischen Punkbands wollten wir nichts zu tun haben. Wir machten kaum Kompromisse. Mir persönlich war das auch wichtig. Deshalb waren unsere Möglichkeiten und unser Wirkungskreis sehr eingeschränkt. Das machte mir nicht viel aus, denn ich hatte nie geplant, mit unserem Zeug bekannter zu werden oder gar Geld mit der Band zu verdienen. Mir reichte die Verortung in der eigenen Subkultur. Deshalb legte ich auch ein Veto ein, als es darum ging, ein Konzert zu spielen, bei dem unter anderem die Prinzen und Bab hätten auftreten sollen. Leute aus dem Umfeld der Initiative Courage zeigen hatten uns angefragt. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen gegen den Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Leipzig. Ich wollte in dieser Form mich nicht daran beteiligen, weil ein Plan dahinter stand, der schon im Vorjahr nicht aufgegangen war. Ursprünglich war nämlich beabsichtigt gewesen, den Platz nach dem Konzert besetzt zu halten, damit sich am nächsten Tag die Faschos dort erst gar nicht versammeln konnten. Das Konzert wurde von tausenden Leuten besucht, aber hinterher blieb nur ein winziger Bruchteil der Menschen, um wirklich Courage zu zeigen. Die konnten am nächsten Tag problemlos von der Polizei weggeschickt werden. Ich wollte mich nicht in so einem Rahmen auf die Bühne stellen und feiern lassen, obwohl es natürlich verlockend war, mal vor 10.000 Leuten aufzutreten. Ich beteiligte mich stattdessen lieber mit ein paar Leuten am Tag des Aufmarsches an den Blockaden. Das war, wie so oft, anstrengend und kaum von Erfolg gekrönt. Aber es schien mir als die ehrlichere Arbeit. Wie erwartet war das Konzert am Vorabend fett und der Platz am nächsten Tag wieder frei für die nationalextreme Pracht in Form einiger hundert Blitzbirnen. Christian, Ernie, Uwe und Ecke, also Christian hieß später Chaim, er ist konvertiert, ist jüdisch geworden. Ich nenne ihn hier im ersten Teil immer Christian. Christian, Ernie, Uwe und Ecke kritisierten meine Haltung an diesem Punkt und waren sauer über meine Entscheidung. Sie hätten den Auftritt gerne gemacht. Es tat mir tatsächlich auch leid, aber ich habe die Entscheidung nie bereut. Im Nachhinein wurde mir klar, dass ich hier endgültig den Grundstein gelegt hatte, nie wieder in das Licht einer breiteren Öffentlichkeit zu treten. Ich wollte an bestimmten Punkten lieber handeln und nicht singen. Wir hatten ziemlich viel Inhalt mit Tode Mordschlag. Wir haben direkt reingekloppt. Es gab viel Repression, als wir mit der Band anfingen, gegen die Radikale, eine linksradikale Gazette, die illegal vertrieben wurde. Es gab den versuchten Sprengstoffanschlag auf den in Bau befindlichen Abschiebeknast in Köpenick-Grünau, woraufhin drei Freunde von uns abgetaucht sind, die vor drei Jahren wieder aufgetaucht sind in Venezuela. Wir waren jetzt gerade vor ein paar Wochen bei der Filmpremiere über einen von denen, über Thomas Walter, der dort in Venezuela lebt und nicht ausgeliefert wird. So, es gibt Interpol hat gefahndet und so weiter. Die werden alle drei nicht ausgeliefert. Und sie haben ein Leben. Sie würden, glaube ich, gerne zurückkommen. Aber genau, das sind auch Leute aus unserem Umfeld gewesen und wir haben das besungen mit Tode Mordschlag. Wir haben uns solidarisch erklärt und wenn ich mir heute anschaue, was an Flucht, Migration und so unterwegs ist, dann finde ich, war der Versuch, einen im Bau befindlichen Abschiebeknast zu zerstören, ehrenwert. Tatsächlich, ja. Das nächste Kapitel geht ums Wendland. Wir waren oft im Wendland. Und ich hoffe, es kommt schon so ein bisschen rüber, dass ich in dem Buch nicht versuche, irgendwelche Zeiten zu romantisieren. Wir waren teilweise ganz schön verpeilt auch. Wir agierten, also geht es ums Wendland, Castortransporte, autonome Gruppen, Basiscamps und so. Wir agierten. Hallo? Haben wir ein Horn? Wir agierten in den Tagen zuvor an anderen Stellen, an anderen Orten. Teilweise völlig sinnfrei, leider.
Ich erinnere mich, dass wir mit ein paar hundert Leuten nachts durch den Wald zottelten, um an einen Teilabschnitt der Transportstrecke zu gelangen. Dort wollten wir Barrikaden errichten und sie dann bestenfalls anzünden. Auf dem Weg dorthin nahmen wir schwere Baumstämme auf, die gestapelt am Rand lagen, und trugen sie mühevoll durch das Dunkel der Nacht. Es waren immer 2 bis 5 Leute, die sich einen Baumstamm teilten. Wenn der Helikopter mal wieder über uns kreiste, legten wir uns links und rechts des Weges flach auf den Boden, damit die Scheinwerfer keine Bewegung erfassen konnten. Ich weiß bis heute nicht, ob sich die Piloten über uns kaputt gelacht haben, weil sie mit Infrarotkameras ausgestattet waren und gar nicht auf freie Sicht im Scheinwerferlicht angewiesen waren. Als wir nach etwa einer Stunde an dem Straßenabschnitt ankamen, den wir blockieren wollten, wartete schon mindestens eine Hundertschaft auf uns. Und als es noch ungefähr 200 Meter waren, die uns fehlten, um die Baumstämme zu platzieren, kamen uns die ersten Korps knüppelschwingend entgegen. Zuerst ließen wir die schweren Stämme fallen, obwohl wir sie liebend gern geworfen hätten. Dann suchten wir in Anbetracht der veränderten Situation pflichtbewusst nach Dingen, die wir den Korps entgegenwerfen könnten. Aber scheiße, wir befanden uns ja im Wald. Außer Moos und ein paar morschen Ästen gab es nichts. Es war wie in einem Comic. Die Hasskappen schon übergezogen, große Fragezeichen über den Köpfen, was nun zu tun wäre, traten wir notgedrungen den Rückzug an. Durchaus hektisch übrigens, da wir aufgrund der Dunkelheit nicht einschätzen konnten, wie nah sie uns schon auf den Fersen waren. Am Ende wackelten also ein paar hundert wild entschlossene Militante wieder zurück ins Basiscamp und hatten nichts bewirkt. Tod im Ausschlag haben wir dann 99 beendet. Wir haben so 120 Konzerte gespielt. Und das war auch eine gute Zeit, aber die war dann auch richtig vorbei. Und danach war ich dann wieder an so einem Punkt, wo ich sagte, okay, was mache ich jetzt? Da war es politisch alles schwierig, viele Gruppen lösten sich auf. Und dann habe ich gedacht, dann lad doch mal die alten Leute aus der rotzfrechen Asphaltkultur ein. Und noch ein paar andere hatte ich ja auch im Laufe der Jahre kennengelernt. Und dann habe ich die alle eingeladen, 30 Leute ins Wendland. Und 20 sind gekommen und 10 sind übrig geblieben und die haben dann Revolte Spring gemacht. Und mit Revolte Spring haben wir dann ganz viel so Zeug gemacht. Wir sind ganz viel rumgereist am Anfang, haben so Straßenmusik gemacht und auch Festivals uns buchen lassen. Und dann haben wir Musicals gemacht, Punkrock-Musicals oder so Kleinkunst-Punk-Musicals. War eine ganz neue Form von Subkultur irgendwie und die Leute haben es geliebt. Also gerade diese Musicals sind sehr, sehr gut angekommen. Freiheit satt hieß eins. Kleiner Ausschnitt aus der Zeit, wo wir dann mal in Linz in Österreich auf der Straße gespielt haben, weil das auch immer sehr besonders war. 204. Das Buch hat 350 Seiten. Zwischendurch beschränkten wir uns auf das, was auftrittsmäßig möglich war und was Spaß machte. Songs singen und Musik dazu machen. Mit einer kleinen Revolte Straßenmusik-Crew meldeten wir uns für das Pflasterspektakel in Linz an. Jörg, Phil, Anke, Hanna, Hella und ich hatten ein fetziges Set von Songs zusammengestellt und wie fast immer zu wenig dafür geprobt. Nun packten wir es 3-mal täglich in der Linzer Fußgängerzone aus. So war der Deal. Für 9-mal eine Stunde Programm bekamen wir ein Taschengeld und einen Schlafplatz in einem Klassenraum in einer Schule. Auf der Straße spielten wir auf Hut und verdienten das, was die Zuschauerinnen uns hineinwarfen. Das Pflasterspektakel ist und war ein internationales Festival. Veranstalterin ist und war die Stadt Linz. 400 bis 500 Menschen aus den Bereichen Kunst, Jonglage, Artistik, Musik, Tanz, Sound etc. kamen zusammen und performten auf bis zu 40 Plätzen gleichzeitig. Die Stadt war proppenvoll mit Besucherinnen und wir versuchten uns unser Publikum zu erspielen. Das war nicht so leicht. Es gab stets lautere und spektakulärere Acts, die ein paar hundert Leute zogen. Wir hingegen backten die kleinen, feinen Brötchen und kamen für das heimische Publikum wahrscheinlich rüber wie eine Mischung aus drogenabhängigen Hippies und ungewaschenen, staatsfeindlichen Punks. Die Zuschauerinnen wussten tatsächlich oft nicht, woran sie bei uns waren. Waren das jetzt Kostüme oder Alltagsklamotten? Waren die Tattoos echt oder geschminkt? Und wenn ich dann beispielsweise anfing, über die Taxen in Österreich zu lästern, weil die ja alle unterschiedliche Farben hätten und nicht elfenbeinweiß wären, so wie in Berlin, so wie sich das gehört,
waren die Leute komplett verwirrt. Sie glaubten mir nicht, dass ich Taxifahrer war. Schließlich trug ich zu der Zeit auch noch einen spärlichen Doppel-Iro auf dem Kopf und rannte meist in abgerissenen Klamotten rum. Aber egal, was sie dachten, wir hatten klar den Narrenbonus. Und wir schmetterten unverblümt unsere linken Themen in die schmalen Gassen dieser biederen Stadt. Das blieb auch einer kleineren Gruppe von Straßenpunks nicht verborgen, die nun regelmäßig zu unseren Sets erschienen und mit denen wir hin und wieder das ein oder andere Dosenbier teilten. Es gab aber auch ganz andere Leute, die sich unsere Lieder anhören wollten. Besonders war uns eine Frau aufgefallen, die sehr bürgerlich aussah. Sie kam immer wieder zu unseren Auftritten und stand gut gelaunt in den Reihen der Zuschauenden. Beim letzten Set in Linz war dann plötzlich noch ein alter Mann an ihrer Seite. Es stellte sich heraus, dass dies ihr Vater, ein alter Widerstandskämpfer, war. Wir kamen nach dem Auftritt miteinander ins Gespräch und diese Leute bedankten sich herzlich bei uns. Wir hätten ihnen aus der Seele gesprochen und gesungen. So etwas würde leider sehr selten passieren in dieser Region. Es war einer dieser Momente, in denen wir spürten, warum wir da standen, etwas sangen und warum es Sinn machte, das zu tun. Es passte perfekt, denn mit dem Kampflied, das aus Phils Feder stammte und das ein melancholisch wütender Song gegen den Faschismus war, hatten wir auch inhaltlich tiefe Spuren hinterlassen. So etwas waren die guten Momente. Auch der Austausch mit Künstlerinnen aus anderen Ländern war stets bereichernd und machte Spaß. Damit ließ sich eine Menge Bierzeltfeststimmung aushalten oder gar wegfiltern. Straßenmusik war aber auch stets eine Entscheidung, die Herausforderungen anzunehmen, nicht nur vor Gleichgesinnten zu spielen. Wenn du etwas zu sagen hattest, kam es hier darauf an, es gut zu machen. Du musstest es ihnen schmackhaft machen. Und dafür gab es im Wesentlichen zwei Rezepte. Entertainment und Provokation. Das musst du einsetzen, damit die Leute nicht einfach weitergehen. Bei jedem beschissenen Unfall, bei jeder Schlägerei bleiben Menschen stehen, um zu glotzen. Das kannst du dir zu eigen machen. Und wie schön war es dann, zum Gesang des Punkrock-Klassikers Raum der Zeit von Wieso mit den Leuten Ball zu spielen. Da konnte ich meine Handballfähigkeiten mal einbringen, blinde Pässe spielen, die manchmal mitten im Gesicht oder in der Eiswaffel von Zuschauerinnen landeten. Die Musik fuhren wir auf die halbe Geschwindigkeit runter, sodass der Text, den wir leicht abänderten, gut zu verstehen war. Ich bin schwul, ich bin jüdisch und ein Anarchist dazu. Ich bin schwarz und behindert und genauso ein Mensch wie du. Ich bin hochintelligent und doch so doof wie Sauerkraut. Ich bin schön, hässlich, schwach und gut gebaut und es gibt nichts, was dich besser macht als mich. Denn auch du hast deine Fehler so wie ich. Und die Fehler, die du hast, die gehören zu dir und mir. Und wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, kann niemand was dafür. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Du bist nur ein Arsch im Raum der Zeit. Das ist ein wunderbarer Text. Leider, wie bei vielen Punkbands, natürlich schnell runtergerappelt. Und nur bestimmte Leute kennen dann den Song eigentlich wertvoll, wenn du das in der öffentlichen, auf öffentlichen Plätzen singst und spielst. Das ist geil. Das ist eine perfekte Ansprache an Leute. Wir haben die Leute auch verwirrt oft. Wir haben dann sowas gemacht. Ich habe Spaß daran gehabt, so Ansagen zu machen, zu sagen, okay Leute, dann hast du so einen Kreis, so wie jetzt hier, so, da stehen da 100 Leute rum, die hören ja zu und die gucken so ein bisschen, sind so voyeuristisch und dann sagst du so, es ist schön, dass ihr hier alle rumsteht und so, aber was, wir wollen noch mal was sagen. Wir finden das schon auch wichtig, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel hierher kommen, so, dass sie sich auch ein bisschen anpassen. Ja, genau, ne? Genau. Ne, dass sie sich auch, dass alle sich auch so ein bisschen mal Gedanken machen, wenn sie wo fremd sind, so, und dass sie sich mal ein bisschen anpassen. Und die Leute, ja, genau. Und wie gesagt, deswegen verstehen wir das immer nicht. Ihr kommt hier in euren ganz normalen Klamotten her, hier kommt ein cooles Konzert von alternativen Künstler, Künstlerinnen und ihr kommt hier mit einer heilen Jeans an. Was soll denn das? Das ist doch respektlos. So. Und dann war ich schon das erste Mal so ein bisschen verwirrt. Und dann hab ich manchmal so Dinge gemacht, da habe ich mir irgendwie so, keine Ahnung, es gibt ja jeden Sommer so einen anderen Lifestyle oder so. Den gibt's, kannst du ja, ist ja egal. Also wenn du deutlich machen willst, dass Rassismus immer konstruiert ist, nimmst du dir irgendeinen aus der Zuschauermenge, der hat jetzt, keine Ahnung, eine karierte Hose an und weiße Socken und Sandalen. So, und dann sagst du so von, ich finde gut, dass hier alle so rumrennen können, wie sie wollen, müssen sich bloß alle auch immer ein bisschen benehmen.
Also ja, klar und so. Ne? Und dann, ja, so, weil so bestimmte Sachen gehen nicht, weil die haben sich hier kulturell auch verfestigt und so. Und wir persönlich finden das nicht geil, mit kadierten Hosen rumzulaufen. Und so alles. Und weiße Socken und Sandalen, also so, ich finde, bis 18 Uhr. Und ab 18 Uhr sollen die Leute aber auch echt in den Häusern bleiben. Und damit dekonstruierst du. Und darüber machst du so eine Tür auf bei Leuten, die vielleicht anfangen nachzudenken, dass vielleicht bei ihnen was nicht richtig ist, wenn sie Regeln aufstellen, die andere einhalten sollen. Dafür kannst du Kultur nutzen. Das ist sehr, sehr toll. Und im Punk, ich habe hier dann auch noch ein Kapitel, ich komme langsam zum Ende, ich hoffe, ich bin nicht zu lang geworden heute. Im Punk ist es dann ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Ich habe auch viel Szene-intern Kritik geäußert. Finde ich auch wichtig. Ist auf jeden Fall voll wichtig. Ich habe mir Mühe gegeben, das sage ich gleich vorweg. Es geht jetzt hier um die Band ZSK. Ist das noch cool? Ist das noch Punk? Ist von Ihnen selber ein Song? Aber es geht eigentlich gar nicht um die Band ZSK. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Und ZSK ist eine coole Band. Punkt. Wann fing eigentlich ein Teil der Antifa an, Marke zu tragen? The North Face las ich auf den Klamotten plötzlich öfter als beispielsweise antifaschistische Aktionen. Aufnäher und Patches, wie zum Beispiel Ich scheiß drauf, Deutscher zu sein oder der klassische Gegen Nazis, waren schon in den 1990ern aus der Mode gekommen. Der neue Style wirkte auf mich befremdlich. Die bestehende linken Mailorder erweiterten merklich ihre Angebotspalette. Hatten sich undogmatische Punks und Autonome früher hauptsächlich im M99 mit dem Notwendigen eingekleidet und den Rest selbst genäht oder Secondhand geholt, war es nun möglich, sich jede Parole in jeder beliebigen Farbe und Shirt und Form als Shirt, Hoodie oder gar Unterhose zu bestellen. Sogar Transparente musstest du nicht mehr selbst anfertigen, sondern konntest sie bestellen. Als ich das einmal auf meiner Website am Beispiel des Warenangebots der Band ZSK öffentlich kritisierte, teilte mir Yoshi, der Sänger, etwas genervt per Mail mit, dass sie das von mir angesprochene Transparent, gemeinsam gegen Neonazis und Rassismus, kein Bock auf Nazis, doch lediglich zum Selbstkostenpreis von ungefähr 70 Euro verhökern würden. Ich schrieb ihm zurück, dass der Preis gar nicht mein Problem wäre, sondern vielmehr das konsequente Fördern von Konsumgewohnheiten in der Szene. Vielleicht sollten wir auch bald einen Barrikadenverleih eröffnen. Ein wichtiges Prinzip unserer Subkultur und Szene war und ist DIY. Do it yourself. Wir machen und machen die Dinge selbst. Ein Transparent ist dann eben mal ein bisschen Arbeit, aber auch ein kollektiver Akt. Lässt sich herstellen für einen Materialwert von 5 Euro. 65 Euro gespart. Davon könnten wir eine Wohnung mit finanzieren, die Illegalisierte bewohnen. Oder wir würden ein paar Nahrungsmittel für Obdachlose kaufen. Oder der Roten Hilfe spenden. Worum geht's? Um Style oder um Inhalt? Um Aktion oder ums Coolsein? Manche Websites von linken antifaschistischen Bands ähneln mittlerweile mehr kommerziellen Verkaufsportalen als der Internetpräsenz einer politischen Musikkapelle. Okay, Punk. Ich spiele noch in einer Band, bei Option Weg. Das ist eine tolle Band. Wir haben eine Single gemacht. Wir haben eine Single gemacht, obwohl das total unsinnig ist. Wirtschaftlich eine totale Katastrophe. Total wahnsinnig, aber wir haben da Spaß dran. Wir verdienen keinen Cent mit der Band und machen das aber seit über 10 Jahren. Und es ist geil. Ich lese heute nichts über Option Weg vor. Die Band hat auch schon hier in Dresden gespielt. Zweimal, glaube ich, sogar schon. Ja. Wir haben hier unseren ersten Auftritt gemacht mit Option Weg, mit Heinz Ratz zusammen und Strom und Wasser. Heinz Ratz hier auch erwähnt. Viele Künstler, Künstlerinnen habe ich getroffen im Laufe der Zeit. Ich habe viele erwähnt. Ich habe auch manche wieder kritisiert und so weiter. Ich habe das Buch geschrieben, um Werbung zu machen für... ich fand das Leben, was ich gelebt habe, eigentlich ganz gut bisher. Und ich finde es auch gut, wenn es soziale Bewegungen gibt, die sich außerhalb von Parlamenten organisieren und sich formulieren und sich kollektiv zusammenschließen. Das war immer die Idee bei, wenn ich darüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich autonomer geblieben bin auch, oder Anarcho oder wie auch immer du das nennst, oder Punk, mit den Konventionen brechen, Politik in der ersten Person machen und das kollektivieren. So.
Viele haben ein Anliegen zu hohe Mieten, keine Ahnung. Dann formulieren wir das und dann überlegen wir uns Mittel, wie wir dagegen vorzugehen, gedenken. Und halt auf einem anderen Wege als über den Parlamentarismus, weil tatsächlich das Oberproblem, was über allem steht, Kapitalismus und Neoliberalismus ist. Und dem ist, glaube ich, nicht beizukommen mit Reform. So. Das heißt auch nicht, dass ich hier alles kurz und klein schlagen möchte, aber ich gehe da andere Wege. Kulturelle Wege, Wege der Selbstorganisierung. So. Und dafür mache ich Werbung, dafür ist in diesem Buch ausdrücklich, dafür habe ich es ausdrücklich geschrieben. Es hat noch einen anderen Grund, dass ich das Buch schreibe, wenn wir Geschichte erleben oder leben, wenn wir politische Aktionen machen, Handlungen, Meinungen vertreten, dann müssen wir das von Zeit zu Zeit aufschreiben oder zumindest öffentlich machen, weil wenn wir es nicht machen, wenn es nicht die Leute machen, die es miterlebt haben und die es gestaltet haben, dann machen das andere, die von oben drauf gucken und dann wird es meistens falsch. Und das Buch ist auch eine Facette von linker Subkultur, von sicherlichem Teil politische Bewegung, autonome, Anti-Atomkraft, Antifaschismus, also diese ganzen Themen sind da mit drinnen. Und das ist so eine Facette, also wirklich nur eine kleine, ja, ausdrücklich. Das ist ein Mosaiksteinchen und das wird erst darüber gut, dass du andere Bücher liest und dir andere Filme anschaust und andere Facetten betrachtest. Dann wird nämlich so ein Schuh draus und eine Art von Wahrheit. Also so, ne? Das Buch ist keine Wahrheit. Erinnerungen haben auch tatsächlich ihre Schwächen. Der dritte Punkt ist, ich schreibe in dem Buch gerade hinten raus ziemlich viel über Konflikte in der eigenen Szene. Und einige werden das wissen, das hat seine Geschichte, dass ich heute hier lese. Ich wäre vor 7 Jahren noch ziemlich selbstverständlich ins AZ Conny gegangen und hätte angefragt, ob wir da eine Lesung machen können, beziehungsweise ich hätte Leute gefragt, die ich kenne. Ich hätte wahrscheinlich den Mike gefragt. Vielen Dank übrigens mal, Mike, dass du das organisiert hast. Buchladen King Kurt und so weiter. Kleinen Applaus vielleicht. Die Geschichte mit dem AZ Conny ist eine traurige Geschichte, weil dort etwas passiert ist, das dazu geführt hat, dass ich dort nicht mehr erwünscht bin. Und das hat damit zu tun, also, oder wir sagen es mal ein bisschen schwächer, es kann kein Konsens mehr darüber hergestellt werden, dass ich dort auftreten darf. Und das ist entstanden, weil sich um das Jahr 2012 rum jemand ziemlich nach vorne gespielt hat, indem er einen alten Song von mir von 1989, 4 Zeilen daraus, zu Recht kritisiert hat. Das ist ein Song, der im Rahmen von der Palästina-Solidarität entstanden ist. Und der beschreibt in der Strophe auf eine aus heutiger Sicht sehr schlechte Art und Weise die Palästina-Solidarität, die es gab. Also ich kann kurz die Zeilen sagen, damit ihr wisst, worum es geht. Viele werden es eh wissen. Ich singe, es ist 1 von 8 Strophen. Und es geht um so von lass den Kopf nicht hängen und tut was und so weiter. Und die Zeilen sind, ich denke an Palästina und an die Repression. Dort kämpfen sie mit Steinen gegen scharfe Munition. Zionisten zetteln jeden Tag die gleiche Scheiße an. Doch Palästina, dein Volk wird siegen irgendwann. Dein Volk wird siegen, Palästina. Das war eine gängige Parole in den 80ern von auch autonomer Bewegung. Deswegen ist sie in dem Lied gelandet. Ich würde so einen Begriff wie Siegen, ich würde den nie mehr anwenden. Ich weiß, wie der gelesen werden kann. Es gibt genug Antisemitismus auf der Welt. Wir haben ihn damals definitiv nicht so gemeint. Auch wenn ich sage, so Zionisten, es ist total fahrlässig, mit so einem Begriff in so einer Kürze umzugehen. Darf eigentlich so nicht sein. Die Kritik ziehe ich mir voll an und ich würde auch nicht mehr von einem Volk reden. Ich würde allerdings auch sagen, dass diese Zeilen nicht antisemitisch sind. Wenn, dann sind sie antizionistisch. Und dann muss die Frage erlaubt sein, ob Zionismus in der heutigen Zeit eine fortschrittliche Bewegung ist oder ob wir da auch entdecken können, dass es da ziemlich viele reaktionäre Kräfte gibt. So. Aber ich will auch gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen. Ich spiele das Lied seit 25 Jahren nicht mehr. Ich habe öffentlich dazu mehrfach mich geäußert, habe auch gesagt, dass das kein guter Griff war, das so zu singen damals. Damals ist es nicht kritisiert worden. In der aktuellen Zeit war das linksradikaler Mainstream. So, das macht es aber nicht besser.
Und ich glaube, ich stelle mich der Diskussion und habe es gemacht. Und es gab aber jemanden im Umfeld des AZ Connys, der auch im Plenum saß, der das so forciert hat, mich antisemitisch zu denunzieren, sag ich mal, dass in dem Plenum kein Konsens mehr darüber hergestellt werden konnte, dass ich dort weiterhin als Gast auftreten kann. Und das ist ein politischer Umgang, den wir uns eigentlich nicht leisten können. In Zeiten von Pegida, von Rechtsextremismus, von AfD, werde ich als ein alter Punk-Anarcho, der in seinem Werk von 35 Jahren öffentlich auftreten, nicht die Spur von Antisemitismus, also so, es gibt einfach nichts, weil ich nicht antisemitisch denke und handle. So. Ich bin echt enttäuscht darüber, dass auch in den 5-6 Jahren, die jetzt vergangen sind, leider niemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen, so, wir können über alles reden, wir laden Jörg ein, so, und dann können wir das vielleicht nochmal verhandeln. Aber was außer Frage steht, dass in einem Zentrum wie das AZ Conny auch jemand wie Jörg verdammt doch mal auftritt. Hallo? So, also, was ist denn das sonst? So. Und das beschreibe ich hier tatsächlich. Leute haben gesagt, ey, lass es weg. Ich habe es in Anhang gepackt, auch Auszüge aus Mails, hauptsächlich aus meinen eigenen. Ich habe auch die Leute nicht beim Namen genannt. Ich gehe da nicht so denunziatorisch mit um. Aber ich habe gedacht, wenn 5 Jahre nichts passiert, dann dürfen das Leute auch nachlesen, was das ist. Und das ist der Aufruf vor allem daran, lasst uns mal besser miteinander umgehen und hört mal auf, Konsequenzen zu ziehen, ohne einmal nachzufragen oder, also was sind das für Dogmen so? Ich kapiere das nicht. Ich möchte mich von euch verabschieden mit einem Kapitel über den G20, damit es nochmal ein bisschen politisch wird und nicht nur so ein Gejammer nach innen. Genau. Es geht mir um die öffentliche Darstellung der zugegebenermaßen teilweise gewaltsamen Proteste, die sich gegen die eingesetzten Polizeibeamten, gegen Geschäfte und Autos richteten. Die Menschen, die sich daran beteiligten, wurden weitestgehend subsumiert unter Linksextremisten, Randalierer, gewöhnliche Verbrecher, schwerstkriminelle, skrupellose Gewalttäter, und es wird sich auch nicht gescheut, uns auf eine Stufe mit Neonazis oder Terroristen zu stellen. Ich behaupte Folgendes. Die meisten der Menschen, die zu Zehntausenden auf den Straßen waren, um gegen die todbringende Macht der G20-Staaten zu demonstrieren, verfügen über ein großes Maß an sozialer, politischer Kompetenz mit einer gehörigen Portion an menschlicher Empathie. Ich zähle Menschen, die sich entschlossen haben, sich dem schwarzen Block anzuschließen, ausdrücklich dazu. Die Übergänge sind ohnehin fließend. Uns allen ist gemein, dass wir sehen, dass hier global gewaltig etwas schiefläuft. Dadurch, dass wir uns alltäglich damit auseinandersetzen, sind sehr viele von uns überaus häufig mit Polizeigewalt und Repression konfrontiert worden. Wir haben millionenfach die eigene Ohnmacht erleben müssen, wenn wieder eine Zwangsräumung gewalttätig durchgeführt wurde, wenn wieder ein Nazi-Aufmarsch unter Polizeischutz stattfinden konnte, ein Castor-Behälter ans Ziel geprügelt wurde oder wir uns schlichtweg für geflüchtete Menschen eingesetzt haben, denen ein Bleiberecht verweigert wurde, womit nicht selten ihr Tod billigend in Kauf genommen wurde. Wir sehen jeden Tag die unfassbare Ungerechtigkeit, die völlig aus dem Ruder gelaufene Verteilung lebenswichtiger Güter, die schon im näheren Umfeld zu grenzenloser Armut führt und global gesehen dafür sorgt, dass über 1 Milliarde Menschen noch nicht einmal mehr mit dem Nötigsten versorgt sind. Der G20-Gipfel, der einige der schlimmsten Verbrecher in Form von Homophoben, Despoten, Rassisten, Mördern, Kriegstreibern und Sexisten, sind ja fast nur Männer, in seinen Reihen wähnt, bemüht sich zwanghaft, diesen Status quo aufrechtzuerhalten. Unsere Wut darüber ist grenzenlos. So grenzenlos, dass einige von uns dem alles entgegnen, was sie haben und wozu sie in der Lage sind. Mit all ihrer Wut, mit all ihrer Konsequenz. Wir sind Autonome. Wir wollen diesen Status quo des in Gesetze gegossenen Unrechts abschaffen, natürlich. Es ist der unbedingte Wille, an den Verhältnissen zu rütteln. Dieses gemeinsame Anliegen teilen fast alle, die sich in welcher Form auch immer an den Gegenprotesten beteiligt haben. Wir denken zutiefst politisch. Wir haben längst Formen des fairen Umgangs miteinander in unseren Stadtteilen, unseren Häusern, Zentren und in der Öffentlichkeit entwickelt und arbeiten daran.
Wir haben den Mut, einem scheinbar übermächtigen Polizeiapparat gegenüberzutreten, nehmen Prügel, schwere Verletzungen und Repressionen in Kauf. Wir haben Gründe. Wir haben ein Gerechtigkeitsempfinden, welches nicht an Staatsgrenzen endet. Wir sind solidarisch mit allen auf diesem Planeten, die die Schnauze voll haben von einer Machtpolitik, die den meisten nur Krieg und Not bringt. Unser Widerstand ist bunt, vielfältig, schwarz, weiß, militant, lebendig, lachend, weinend, musikalisch. Er ist homo, hetero, trans, cis. Er ist freundlich, er hat Schwächen, er macht Fehler, er ist böse. Nicht alles, was in so einem Rahmen passiert, ist demnach gut und richtig. Es gab Aktionen und Mittel, die waren falsch und fahrlässig. Darüber reden wir, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Manchmal erschrecken wir uns auch über unsere eigene Rohheit, weil wir sehen, dass wir uns von dem entfernen, wofür wir eigentlich kämpfen. Viele versuchen zu reflektieren und tapfer weiterzugehen. Der Widerstand in Hamburg war der Widerstand der Menschen, die noch laut sein können. Zig Millionen hocken vereinzelt in ihren Buden, trauen sich nicht oder haben die Hoffnung längst verloren. Wie oft haben wir alle abfällige Sprüche, Schikanen und Erniedrigungen erlebt? Die anfangs zarte Pflanze, Wut auf dieses System in mir, wurde kontinuierlich größer, weil die Repression sie stets gut gegossen hat. Die Polizei- und Bundeswehrskandale wiederholen sich nicht ohne Grund, ständig und regelmäßig. Vielen Dank. Ich habe ja vorhin das vorgelesen mit Kommerz und Punk und so. Ne? Ich sitze hier mitten in meinem Merch-Stand. Aber es ist kein Kommerz, es ist subversiver Handel. Das ist alternativ, wie hat man akzeptiert? Das Buch ist relativ teuer. Es kostet 17 Euro. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn ihr eine von den beiden CDs, die hier liegen, dazu nehmt, kostet es bloß 20. Das ist auch ein ziemlich mieser Trick. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Also so ein Freund von mir hat angefangen, in den Universitätsbibliotheken das Buch anzufragen. Das kannst du machen, wenn du da irgendwie einen Ausweis hast oder so, mit einer Nummer. Du kannst sagen, hier, das möchtest du gerne lesen, leite das mal aus. Und dann machen die Uni und die Universitäten das meistens, bestellen das Buch. Das ist ja ganz normal zu bestellen und so. Und dann liegt das in der Bibliothek. Und dann könnt ihr das für eine Ausleihgebühr lesen. Das ist auch eigentlich ein cooler Weg. Muss sich bloß jemand drum kümmern. Und wenn euch das trotzdem alles zu blöd und zu teuer ist, ich habe noch die Biografie von Eva Mattes dabei, die würde ich für 5 Euro euch da lassen. Ist aber gebraucht auch, habe ich auch nur einmal. Naja. Ja, die schönen Shirts und so weiter, ihr könnt ja selber gucken. Ich wollte noch einen Song spielen, ne? Bricht die Stille in der Nacht. Gedanken sind gestorben, sind einfach nicht mehr aufgewacht. Wer von gegenüber ist einfach stehen geblieben. Ich weiß auch ganz genau wann, 16 Minuten vor 7. Immer wenn du rausgehst, vergisst dein Lachen nicht. Dir sagt, ich brauch dich, dann nimm sie auch gleich mit. Und dann, wenn du rausgehst, vergiss dein Lachen nicht. Und wenn die Wut dir sagt, ich brauch dich, dann nimm sie auch gleich mit. Zwei Leute, die sich streiten im Hauseingang. Sprache, die ich nicht kann, in einer Art und Weise, die ich noch niemals sah.
wenn ich dann lachen will. Und wenn die Wunsch jetzt auf die Frau will, dann nimm sie auch gleich mit. Immer wenn du rausgehst, vergiss dein Lachen nicht. Und wenn die Wut jetzt auf die Frau will, dann nimm sie auch gleich mit. Zu integrieren. Sonst könnte ich Türkisch und Arabisch und etwas besser musizieren. Sonst würde ich mich anders bewegen und mein Gehirn wäre kein Quadrat. Ich würde völlig anders tanzen und mein Kopf könnte Spagat. Und mal wenn du rausgehst, vergiss dein Lachen nicht. Und wenn die Wunde so viel drauf geht, dann nimm sie auch gleich mit. Immer wenn du rausgehst, vergiss dein Lachen nicht. Und wenn du gut hörst auf die Frau, dann nimm sie auch gleich mit.